Ich will hier direkt in ein weiteres Thema springen, das ebenfalls gelehrt werden muss. In Hebräer Kapitel 10 heißt es in Vers 1 und 2, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen? Dies ist eine Frage. Die Antwort ist ja. Wenn die Opfer die Leute wirklich gereinigt hätten, hätten sie nicht immer wieder Opfer dargebracht. Wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten. Wussten Sie, dass die alttestamentlichen Opfer eigentlich nur Schattenbilder sind? Sie mussten immer wieder dargebracht werden, weil sie eigentlich nicht funktionierten. Es waren Bilder, Schatten. Aber das neutestamentliche Opfer von Jesus hat funktioniert. Und deshalb gilt, einmal gereinigt, sollten wir kein Bewusstsein von Sünden mehr haben. Das ist eine gewaltige Aussage. Und warum sind dann so wenige Christen frei von einem Schuldbewusstsein? Es ist wegen Römer 3, Vers 20. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Es ist, weil wir das Gesetz mit der Gnade des Neuen Testaments vermischt haben. Und weil man ihnen ständig ihre Sünden vorhält, deshalb leben viele Christen mit einem Sündenbewusstsein. Ich habe mal eine Predigtkassette gehört, der Prediger hieß Peter Lord, und seine Predigt hatte den Titel Truthähne und Adler. Es war wirklich eine tolle Predigt. Ich habe sie mir mehrmals angehört. Ganz am Anfang, er predigte bei einem Frühgottesdienst am Sonntag und er fragte die Leute, wer von euch hat heute schon gesündigt? Und fast alle Leute in der Gemeinde zeigten auf. Sogar seine Frau, die dort saß, zeigte auf. Also hielt er inne und sagte, jetzt will ich aber auch wissen, was ihr getan habt. Insbesondere sprach er zu seiner Frau. Er sagte, es ist erst 8:30 Uhr früh. Was habt ihr so früh schon an Sünde getan? Sie sagte, konkret fällt mir da nichts ein. Aber ich weiß, dass ich ständig nicht gut genug bin und eigentlich immer sündige, eigentlich immer unwürdig bin. Sie glaubte, sie habe gesündigt, auch wenn ihr konkret nichts einfiel, was sie bis 9:30 Uhr in der Früh getan haben soll, weil sie stets ein Sündenbewusstsein hatte. Und dann hat der Prediger die Sache einfach umgedreht. Warum ist euch das Gute nicht bewusst, das ihr getan habt? Hat jemand von euch schon etwas Gerechtes heute getan? Und kaum jemand zeigte auf. Er sagte, die meisten von euch haben geduscht. Ihr riecht gut. Das ist eine gute und gerechte Sache, die man tut. Ihr habt eure Zähne geputzt und euren Körper gepflegt. Das ist gut. Ihr habt euch die Haare gekämmt, damit ihr gut aussieht. Ihr seid in den Gottesdienst gekommen. Ihr habt schon all diese gerechten Dinge getan. Und doch war sich keiner dessen bewusst, dass sie schon etwas Gutes getan haben. Aber jeder war sich bewusst, etwas Falsches getan zu haben. Selbst schon 8:30 Uhr in der Früh, wo sie eigentlich noch gar nichts gemacht haben. Und so sind die meisten Christen unter einem Sündenbewusstsein, was völlig Hebräer 10, Vers 2 widerspricht, wo es heißt, dass wir kein Bewusstsein von Sünden mehr haben sollten. Der Grund ist, weil Römer 3, Vers 20 sagt, dass das Gesetz uns die Erkenntnis der Sünde gab. Es ist, weil man das Gesetz in unser religiöses System hineingemischt hat, was Gott niemals beabsichtigt hatte. Und deshalb haben wir ein solches Sündenbewusstsein. Ich sage Ihnen, wenn Sie wie ich an Jesus glauben, dann ist uns durch Jesus alle Sünde vergeben worden. Vergangene, gegenwärtige und sogar zukünftige Sünden. Sünden, die wir noch gar nicht begangen haben, sind schon vergeben worden. Ich weiß, dass einige daran zu kauen haben, aber auch das erkennen wir klar aus dem Wort aus Hebräer Kapitel 9 und 10. Uns wurde alle Sünde vergeben. Wir sollten kein Sündenbewusstsein mehr haben. Und doch beten die meisten, oh Gott, ich bin so unwürdig. Ich bin heute so unheilig. Ich habe nichts verdient. Und dann zählen sie in Gedanken all ihre Sünden auf. Das ist ein Sündenbewusstsein, das wir gar nicht haben sollten. Und doch haben wir es. Warum? Durch das alttestamentliche Gesetz. Weil es mit der Gnade des neuen Bundes vermischt worden ist. Das hätte nie geschehen sollen. Preis Gott! Ich versuche hier, den Herrn wieder ins richtige Licht zu rücken, damit wir die Güte und die Gnade Gottes verstehen können.